Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zur Monatsauslage Februar für alle Jungfraugeborenen. Und wir legen hier gleich das keltische Kreuz für euch aus, ziehen im Anschluss noch eine Lenormand-Karte und ganz am Ende gibt es noch eine besondere Blumenkarte mit einer Botschaft. Die verwendeten Karten findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Und jetzt starten wir, Jungfrau, Monat Februar und schauen, was bei euch los ist. Wir ziehen zwei Karten, die die Überschrift des Monats angeben, das Thema. Und schauen hier mal hier hinein. So, drehen wir um. Wow, sehr schön. Ihr lieben Jungfrauen, also eine große Arkana, hier die Hohepriesterin. Es geht bei euch um das Wissen, also tiefes inneres Wissen, innere Weisheit. Es geht, sagt die geistige Welt mir auch, um Aufdecken von falschen Dingen, also von Fehlern, die es vielleicht gab. Die Jungfrau ist ja sehr genau und akribisch. Vielleicht entdeckt ihr auch irgendwo eine Unstimmigkeit oder etwas. Aber das wird nicht so mit einer, wie soll ich denn sagen, wenn die Vernunft regiert, kann es manchmal bei den Leuten etwas kühl ankommen. Aber hier habe ich den Eindruck, ihr macht das mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Sensibilität, wie ihr mit gewissen Themen diesen Monat umgeht. Und das macht euch sehr, sehr sympathisch für euer Umfeld. Denn wir haben hier die Karte 6 der Stäbe, das ist der Erfolg. Also irgendwo fahrt ihr Erfolg ein oder Ansehen oder dass man euch zujubiliert und sagt, Mensch, super gemacht, dass du das gesehen hast, dass du das erkannt hast. Oder vielleicht ist es einfach auch diese Weisheit, dieses Wissen, diese Souveränität, die auch hier ausgestrahlt wird und auch natürlich eine tiefe Zuverlässigkeit. Also sie wirkt zwar etwas unnahbar und das kann der Jungfrau auch passieren, dass sie unnahbar wirkt, aber sie hat hier echt Autorität, ne? Und dass man da sagt, ja, dir vertraue ich was an oder dir gebe ich hier was mit, das ist echt gut. Und es kann auch eine berufliche Anerkennung sein, dass ihr eine Beförderung oder etwas bekommt oder einen höheren Lohn für etwas oder du machst irgendein Diplom, irgendeinen Abschluss, irgendeine Prüfung oder du wirst belohnt, indem du eine Ausbildung, Entschuldigung, oder irgendetwas machen darfst, was man dir jetzt gönnt. Im Privatleben kann es auch Anerkennung bedeuten, dass man dich unterstützt oder dass man dir etwas anvertraut, dass man einfach Vertrauen auch in dich hat. Und jetzt schauen wir mal Einfluss aus der Vergangenheit, was hier bei den Jungfrauen gezeigt wird. Es ist auch natürlich eine sehr entspannte Energie, ne, wo man wirklich gelassen in den Monat geht. Ja, also in der Vergangenheit waren irgendwelche Belastungen. Vielleicht hast du auch echt viel zu meistern, viel zu stemmen gehabt. Vielleicht hast du das ein oder andere Thema auch jetzt immer noch, wo du nicht, noch nicht wusstest oder weißt, kann ich das alles gut hinkriegen? Aber hier sagt man, hey, die Mühen, die du da auf dich genommen hast oder wo du vielleicht, wo manche gesagt haben, hey, das kannst du doch gar nicht alles schaffen, dass die Mühen belohnt werden. Also, dass du es schaffst. Entweder hast du es geschafft oder kommt jetzt in Abschluss und du wirst dafür belohnt. Oder es ist für dich ein Mutmachen auch, dass du siehst, ey, ich habe noch so viel im Petto, wo ich erledigen muss, aber hier ist ein Ausblick, dass du Land siehst, dass du siehst, ich kann das schaffen und ich werde es schaffen und ich habe mich nicht übernommen, sondern ich habe die Kraft, das Wissen, die Weisheit, die innere Stärke, die Vernunft, die mir sagt, ich kann es zum Erfolg bringen und ich werde es zum Erfolg bringen. Also entweder passiert es oder ist es jetzt schon
kurz vorm Geschehen oder ist es schon Geschehen, dass du nie genießen kannst, Erfolg einfährst, oder es ist ein Mutmachen, dass du weiter stark bleiben sollst. Wir schauen mal in die Gedankenebene, was einen momentan beschäftigt. Und da haben wir den Mond bekommen. Ja, und der Mond ist vielleicht so in den Gedanken, ne, ratter, ratter bei den jungen Frauen, viel Gedanken, viel Gedanken, dass du vielleicht manchmal dann denkst, schaffe ich das wirklich oder hätte ich das ablehnen sollen? Warum wurde mir das auch noch aufgebürdet? Warum vertrauen mir die Leute da so viel an oder so? Also das kann schon zu dieser Überlastung führen und dass du dann manchmal vielleicht sogar schlecht träumst oder Versagensängste hast oder dass du dann denkst, du kannst deinem hohen Anspruch oder dem Anspruch, den du hast, dass es gut erledigt wird, nicht gerecht werden. Und das kann dann schon ein bisschen so Unruhe machen. Also hier heulen die Wölfe den Mond an und dann kommt noch der böse Krebs und zwickt die. Also das kann dich schon zwicken an dem ein oder anderen Ende. Aber der Mond sagt ja immer, man geht durch das Tal, ne? Und das muss kein Tal der Tränen sein. Also das sind so vielleicht die inneren Ängste, die sich manchmal noch so ein bisschen antriggern. Aber die sagt, hey, du schaffst das. Du schaffst das in jedem Fall. Mach dich nicht verrückt. Und wir gucken ins Unterbewusstsein hinein. In die Gefühlsebene auch. Und die sagt, die Energien diesen Monat sind super, super schnell. Also du musst schon handeln, aktiv bleiben. Dranbleiben auf jeden Fall. Vielleicht kommt auch echt noch das ein oder andere rein, dass man dich zulädt, wo schon viel ist. Aber ich habe so das Gefühl, die Pfeile sind nicht so scharf, wie sie geschossen werden. Also es sind ja schnelle Nachrichten, schnelle Botschaften. Aber die Mittelkarten sagen, egal was hier kommt, egal wie sehr die Wölfe in der Nacht heulen, du packst das, du packst das, du packst das. Na? Und du natürlich, wenn du das Gefühl hast, du musst das ein oder andere nach hinten schieben oder abgeben, wisst ihr, das ist ja ein Kollektivorakel, dann kann man das schon machen. Aber generell sagen die Karten, egal was hier noch kommt, du schaffst es auf jeden Fall und du bringst es zum Erfolg, du bringst es zum Abschluss, du bringst es zu einem guten Abschluss. Das Einzige, was dich Zeit oder Nerven kostet, ist dein inneres Nachgrübeln, es vielleicht nicht schaffen zu können oder dass es nicht gut werden könnte oder dass es Schwierigkeiten gibt oder sowas oder was alles schief gehen könnte. Es gibt ja Leute, die haben ein volles Programm und dann wird alles gut laufen, aber die verschwenden mehr Zeit dafür nachzudenken, was alles schief gehen könnte. Und dann ist das natürlich echt eine Bürde und eine Belastung. Jetzt gucken wir mal. Ups, ich habe hier ein bisschen, die Karten sind sehr flutschig. Wir gucken mal in deine Monatsqualität hinein. So. Und die Monatsqualität mit 6 der Schwerter sagt, man begibt sich durchaus auch in unbekanntes Gewässer. Also es kann hier von diesen Energien, was schnell kommt und was vielleicht auch ein bisschen drückt, auch ein Thema sein, wo du vielleicht Neuland betrittst. Ne? Das Wort Neuland ist ja so ein bisschen behaftet. Also, dass du wirklich an neue Ufer gehst, dass du neue Gewässer ausprobierst. Das sehe ich jetzt nicht so, du musst hier weggehen oder irgendwas verlassen, sondern im Kontext mit dem anderen, mit dem Rest, was wir gesehen haben, geht es darum, dass du, auch wenn du vielleicht was Unbekanntes zu tun hast oder mit etwas konfrontiert wirst, was dir so nicht geläufig ist, sage ich jetzt mal, wo du vielleicht auch erstmal nachlesen musst, nachprüfen musst, prüfen, ne? Dass du den Mut hast zu sagen, ich schaffe das. Ne? Es geht immer um das Thema Mut haben und wissen, dass es zum Erfolg gebracht wird. Einflüsse von außen, vom Umfeld. Ja, wundert mich jetzt nicht. Mit 8 der Schwerter, das ist so, habe ich jetzt auch hier so ein bisschen den Eindruck, dein Bild ist ein Abdruck dessen, was andere sagen.
Weil im Inneren weißt du, was du schaffen kannst. Und es ist so ein Abdruck, dass vielleicht andere um dich herum sagen, das klappt nicht, das schaffst du nicht, das funktioniert nicht, schon wieder auf die Nase gefallen oder schon wieder der falsche Mann. Also ich beziehe das jetzt mal auf alle Lebensbereiche. Das wird nichts und wenn du so weitermachst, wer weiß, wie das endet und so. Also hör mal nicht auf diese ganzen Leute, die dir hier so einen Faden reichen, der dich in den Abgrund zieht und dann hast du wirklich die Albträume, sondern bleibe in dieser Energie. Ich habe das Wissen, ich habe die Vernunft, ich habe die Kraft und ich bring's zum Erfolg. Ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Gibt's ein Lied, glaube ich, von Udo Lindenberg oder so. Voll cool, der Song. Also, du schaffst es. Richte deinen Blick nicht auf das, was andere sagen, was andere tun. Lass es nicht zu deinem Abbild werden, dass du denkst, du kommst hier in Schieflage, in schiefe Gewässer, sondern das Wasser ist ruhig, es ist gleichmäßig, es ist keine Gefahr für dich. Mach dich nicht verrückt. Was sind denn die Chancen oder Risiken diesen Monat? Wow. Ja. Die Chance ist, zu erkennen, was ist wirklich gut für mich und was nützt nur den anderen. Na, das ist eine Chance, zu erkennen, was bringt mir was, was ist gut, was sollte ich tun und was, wo ich kriege hier Opportunismus rein. Dass andere an deinem Busen sich nähren und von deinem Erfolg oder von deinem Wissen oder von deinem, es ist ja nicht schlecht, anderen was abzugeben, aber ich habe hier Missbrauch. Hier kommt mir das Wort Missbrauch rein, dass jemand sich an dich gesaugt hat, wie so ein Energieekel, und hat von deiner Energie gekostet und gibt aber nie was zurück. Ne? Das ist ein bisschen einseitig, wenn einer immer nur nimmt, nimmt, nimmt. Das kann man eine Zeit lang machen, macht man vielleicht auch mal gerne eine Zeit lang und sagt, wenn ich da nichts zurückkriege, juckt mich nicht. Aber irgendwann kippt das System und kommt in Schieflage, wenn einer immer nur nimmt. Und dann geht es einem nämlich selber schlecht, dann kommt man vielleicht selber in Depression oder in Missstimmung und dann wird jedes kleine Quäntchen, was hinzukommt, dann noch echt so Panik. Und geh da raus, also die Chance ist wirklich zu begreifen, dass es hier im Umfeld was gibt, was dich hier schneidet. Ne? Wir haben hier lauter Schwerter drin und das ist wirklich der Versuch, da ist so viel Kraft und Power zu schaffen, auch ein großes Potenzial in dir, und dann kommen hier die Schnitter von außen und versuchen immer deine Ernte wegzugraben. Schluss aus mit diesen Leuten, die dich aussaugen. Das wäre hier so die Botschaft. Das Ergebnis, darauf läuft es hinaus. Ja, ihr Energiesauger ruht in Frieden und du kriegst deine Kraft und lässt manche Dinge auch ruhen. Also geht da mal nicht mit der... Mama, ich halte euch die Karte noch ein bisschen hin, die ist ja so schön, gell, mit dem Gold. Ich bin so ein Goldfreak. Also diese Schnitter, die dich hier permanent schneiden und beschneiden, die dürfen mal ganz schön in Frieden ruhen, dürfen ihr Ding machen und du machst dein Ding. Ne? Mach dein Ding. Und lass es ruhen. Also geh da nicht in diese Kampfenergie rein, dass du dich da reinziehen lässt in irgendeinen Streit, in irgendeinen Quatsch, dass sich vielleicht echt jemand in was reinziehen will, kann bei der Arbeit auch mal ein Mobbing-Thema oder irgendwas sein oder einfach, wo jemand Missstimmung macht. Und Jungfrauen können ja auch ganz gut quatschen und reden. Und kommen vielleicht mit der Stimme der Vernunft und die anderen sind dann panisch, chaotisch und dann wirst du immer mehr verwirrt. Und es saugt dir echt Kraft und saugt dich von deinem Ziel weg. Also lass das einfach mal ruhen. Gib da keine Energie rein, weil es bremst dich, es bindet dich, es hält dich zurück, ne? Es bringt dich in unsicheres Gewässer. Also lass diesen Quatsch ruhen. Und nimm deine Energie für was Sinnvolles. Weil es gibt auch manche Leute, die kann man nicht belehren. Da quatscht man echt eine Wand weg, eher dass die einen Meter abrücken. Also, das wäre hier die Empfehlung. Lass gewisse Dinge ruhen. Und du wirst sehen, wie es leichter wird.
Dann eine Lenormand-Karte. Na? Ich muss nochmal mischen. Die haben mir irgendwie gesagt, misch nochmal. Hat sich nämlich greifen lassen. Jetzt. Gespannt. Schlüssel. Ja. Du bist ein Löser. Also du löst die Dinge. Du löst sie. Sie lösen sich auch auf, wenn du die Dinge ruhen lässt. Na? Also, ich weiß nicht, warum ihr hier Politisches reinkommt. Es hieß doch immer, die Frau Merkel sitzt es aus. Und zu manchen Dingen ist es manchmal besser, zu schweigen oder sie auszusitzen, es ruhen zu lassen. Und das ist dann der Schlüssel. Und das ist die Lösung. Nicht, dass man sich in den ganzen Quatsch reingibt und sich verstrickt und verheddert und am Schluss weiß keiner mehr was. Und halte dich an das, was ich anfangs oder eingangs gesagt habe, dass du hier mit deiner Ruhe und Weisheit, diese Ruhe ist dann in dir. Und hier ist auch die Ruhe. Na, hier ist die Ruhe als große Arkan, dann hier ist sie im kleinen Arkan. Und das bringt dich dann in den Erfolg. Das bringt dir da einen Siegeskranz. Na, also da schließt du Türen auf. Ich ziehe euch jetzt noch, ihr Lieben, eine Blumenkarte. Die Blümlein. Und wir gucken mal. Sag mir, wo die Blumen sind. So, wir haben hier die Kala-Lili. Was ist das? Eine Kala, ja. Ich muss die deutsche Übersetzung gucken, weil ich habe hier so ein Büchlein. Ich erzähle das jetzt in jedem Video. Also wenn ihr mehrere Videos schaut, dann müsst ihr euch das immer wieder anhören. Was haben wir denn hier? 39. Weil das ist alles hier auf Englisch und ich habe das irgendwann mal vor Jahren übersetzt und das kann sich ja auch keiner merken, diese ganzen Blumen, was die bedeuten. Außer man ist blumenaffin. Interessant. Die Kala-Lilie wird auch als Totenblume bezeichnet. Wahrscheinlich, weil man die auf Gräber auch legt mit dem Weiß. Und sie sagt, das ist echt hier, be still, ne? Also Stille. Still sein, also Ruhe suchen. Und das war ja hier diese innere Weisheit und hier auch die Stille. Also bei manchen vielleicht auch gar nichts sagen. Totschweigen, ruhig sein, ne? Einfach weitergehen, diese Gewässer ergründen, auch wenn es für dich Neuland ist. Und hier kommt eine, wir haben ja hier so eine Weisheit drauf, hier kommt eine göttliche Verbindung zustande. Es ist auch ein Zeichen hier fürs Kronenchakra, das sich öffnet. Es kommt Frieden, ein innerer Frieden in dich hinein. Es kommt eine, durch den Frieden dann eine innere Wandlung und Veränderung. Und sie zeigt immer eine Zeit des Übergangs an. Ich finde, das passt sehr gut, diese Übergangsenergie hier drin. Spannend. Sie zeigt auch eine Unschuld an. Und ich finde das schön, das passt zur Jungfrau mit eurer inneren Reinheit und Unschuld. Ich habe so den Eindruck, wasche deine Hände in deiner Reinheit und nimm diesen Dreck der anderen. Ich habe ja hier die Energievampire erwähnt. Nimm diesen Mist der anderen nicht in dich auf, die dir was anhängen wollen. Bleibe in deiner Unschuld. Das ist so der Satz, den ich hier reinbekomme. Denn es ist ein gewisses Heiligsein, geheiligt werden in dir. Es ist wichtig, dass du ausreichend schläfst, steht hier drin. Da passt sehr gut diese Karte, ne? Die für Ruhe und Schlaf. Also gönn dir Schlaf, gönn dir Ruhe, tanke dich auf. Wenn du etwas beweinst oder in Trauer bist, erkenne diesen heiligen Frieden dahinter. Also es ist eine Zeit der Veränderung des Übergangs und eine göttliche Verbindung. Und in deinem Herzen, darum hält sie es auch vor dem Herzen, ist eine innere Ruhe und die findest du wieder, eine innere Gelassenheit. Und das ist echt, also es ist wirklich schön.
Vielleicht hast du auch eine Verbindung zu dieser Kala-Blume und möchtest dir eine besorgen, die dich, ich weiß nicht, wie lange die halten, dass du vielleicht über der Pflanze auch meditierst oder die anschaust, was auch immer, wäre jetzt mal noch so eine Inspiration. Ja, ihr lieben Jungfraugeborenen, ich wünsche euch einen wunderbaren Februar. Bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.